Herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch gerne erklären, wie ihr einen Inventory Sea Comment machen könnt. Kurz INC. Ich denke, es sollte euch allen schon bekannt sein von Essentials und Co. Ja, und heute möchte ich euch das Ganze erklären. Ganz einfach, wir machen uns hier einfach wieder einen neuen Comment, nämlich den INC Comment. Das Tutorial wird auch recht kurz werden, weil wir halt ja nur diesen einen Comment erstmal machen werden. Parallel dazu wird wahrscheinlich, je nachdem, ob ich noch heute Abend die Zeit habe, eine Setup-Tour kommen. Ja. Als erstes machen wir hier wieder Implements Comment Executor. So, Implement Comment Executor sollte ihr kennen, das implementiert uns halt die Klasse zum Comment Executen in eine unserer ja, Comment-Klassen. So, hier sagen wir jetzt einfach Comment Sender Sender, Comment CMD. Der erste String ist unser CMD-Label und die String-Array sind Args. Ups, da habe ich was zu weit abgeschossen. So, Return setzen wir auf True. Bei False würden wir immer den eingegebenen Comment zurückbekommen. Ja, jetzt fragen wir einfach ab, if Sender Instance of Player. Ach ja, genau. Des Weiteren bezüglich der aktuellen Tonqualität, das wird ab morgen besser werden, denn morgen kommt mein neuer Mikrofonständer an, mein alter Galgen, den ich hier stehen habe. Ich sag mal so, er steht etwas kippelig und ich frage mich, wie lange er das noch durchhält. Aus dem Grunde kommt da morgen für mich ein neuer Mikrofonständer an, der hoffentlich dann auch das Mikrofon halten kann. Und wenn das klappt, dann wird das auch morgen wieder mit dem Großmembranmikrofon laufen. So, aber um jetzt weiter zum Tutorial zu kommen, wir machen wieder Player P gleich in Klammern Player Sender. Warum in Klammern Player? Das ist ja in diesem Fall, wir casten das zu einem Sender, weil der Sender ja nicht zwingend ein Player ist, aber er kann zu einem Player sozusagen ja umgewandelt werden. So, jetzt fragen wir ab auf p.hasPermissionTutorial.infc. Das könnt ihr jetzt rauslassen. Ich mache das immer rein, einfach aus dem Grund, weil das ja vielleicht ganz sinnvoll ist. So. Jetzt haben wir die Abfrage, jetzt machen wir, kommt das Einfachste vom Einfachsten. Aber wir fragen einfach ab if in Klammer args.length gleich 1, also das heißt ein Argument enthalten ist. Ansonsten machen wir p.sendMessage tutorial.prefix. Das hatten wir schon gesetzt, das ist ja sozusagen nur, dass das Tutorial vorsteht. Für die Leute, die jetzt einfach so hier reinschauen, ihr könnt das .prefix, das könnt ihr auch weglassen, das ist unwichtig. Ja, und dann in diesem Fall /infc player. So, und da wir jetzt uns auch selbst ins Inventar sehen wollen, das war mein Wecker für eine bestimmte AG, die ich immer noch um die Uhrzeit machen muss. So, um jetzt aber einmal zurückzukommen, genau, wir haben jetzt senden ihm das hier und wir wollen jetzt halt auch, dass er sein eigenes Inventar theoretisch ansehen könnte, wobei ich das mehr oder minder gut finde, aber machen wir jetzt einfach mal so. Und machen wir einfach p.openInventory und dann p. Und dann müssen wir es. Ah, jetzt bin ich dumm. als erstes machen wir Player X oder Player Open-Inf gleich bucket.getPlayerExec args in Klammern 0. Das ist ja das Argument 0, das ist das erste Argument. Und das ist ja in diesem Fall mindestens ein Argument. Dann versuchen wir ihn zu bekommen. Dann fragen wir ab if, in Klammern open, natürlich inf, nicht gleich null. Also das heißt, wenn er wirklich vorhanden ist. Dann machen wir p.openInventory. Und dann in diesem Fall open-inf.getInventory. So, und ansonsten, jetzt machen wir p.sendMessage. In diesem Fall wieder tutorial.prefix. Plus, dieser Spieler ist offline. So, und ansonsten müssen wir nichts machen, das Inventar öffnet sich ja beim Schließen, schließt es sich ja automatisiert. So, das ist eigentlich der ganze Comment. Relativ kompakt, würde ich sagen. Das Ganze implementieren wir jetzt einfach mal eben kurz in unsere Plugin-Utils. Und so langsam habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Ganze hier echt riesig wird. So, infc-comment. Genau, fürs Implementieren, für die Leute, die das noch nicht gemacht haben. Oh, ich habe es nur mit einem M geschrieben, ich bin dumm. Das wir mal eben Refactor Rename. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wie man es ändert, einfach so. Okay. So.
Okay, hier einfach in diesem Fall Tutorial.m, das ist unsere Hauptklasse, von getComment und setExecutor. Wer das noch nicht weiß, wie das geht, am besten bitte einmal das Anfangstutorial schauen, da ich glaube das ist Tutorial 4 oder so, da erkläre ich das nochmal mit den CommentExecutoren. Ist halt einfach sinnvoll, damit man das weiß. Ja, Eintragen der Comments, einfach wie immer, mit der Description, in diesem Fall kommt dann hier ein infc, see others inventory. So, das Ganze exportieren wir wieder mal. Das bimmelt ja heute echt wie verrückt hier. So, mein Desktop sieht immer noch mega unaufgeräumt aus. Ich guck mal eben kurz ab. Ah, genau, hier ist nämlich noch ein anderes Plugin von mir drin, was ich letztes Mal rumgetestet habe. So, das füllen wir eben aus. So. Okay. Zugriff zulassen. Ihr seht wieder, das Plugin ist geladen. Wir starten unser Minecraft. Ja, ihr seht schon, wir haben jetzt doch trotzdem 6 Minuten gebraucht. So, wollen wir nochmal gucken, ob das funktioniert. Und wir selbst müssen das auch gleich sehen können. Multiplayer. Da ist unser Server. So, /infc. Ja, infc. Fix 18. Ist hier mein Inventar. Wenn ihr seht, wenn ich das schließe, wird das da oben hin verlegt. Ich kann es nochmal öffnen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinpacke und den goldenen Apfel dahin, das mache ich dann dahin, dann müsste das jetzt gleich sein. Hier, das Schwert hier. Der goldene Apfel hier unten. Nee, der goldene Apfel. Ach, scheiße, das ist kompliziert. Also hier die Blaze Road. Hier ist Diamantschwert und hier der goldene Apfel. Ja. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber man kann jetzt im Inventar rumspielen von anderen. Ich kann jetzt auch einfach... ich kann jetzt auch einfach theoretisch andere Spieler raufnehmen und dem Sachen zugeben per NFC. Das funktioniert ohne Probleme. Also ihr seht ja, ich kann ja auch die Sachen ins Inventar packen, deshalb habe ich das verdoppelt. Mache ich NFC jeder fix 18. Ah, nee, habe ich nicht, ich bin doof. Das ist ja das Inventar, das heißt, ich könnte aber theoretisch auch Sachen ins Inventar geben. Dann müsste es aber eine andere Person sein als ich selbst, das ist halt der Knackpunkt. Von daher müsste ich starte einfach meinen zweiten Minecraft-Account, einfach um einmal das zu demonstrieren, weil mir das doch recht wichtig ist, dass man auch sehen kann, dass man auch darin die dem neue Items geben kann. Ich mache das mal so, ich gehe jetzt mal eben in Game Mode 1. So, und ich will jetzt einmal dem 64 Bedrock geben und 64 so. So, der ist jetzt auch gestartet, der geht jetzt einfach auf den Server drauf. Ihr seht, er hat aktuell ein leeres Inventar. Wir machen jetzt infc skypixel.de. Wir machen es einmal mit skypixel. Ihr seht, das Spiel ist offline. Wenn wir es de machen, passt das. So, jetzt schmeißen wir den ganzen Kram ins Inventar. Seht hier bei ihm. Oh, welch ein Wunder. Plötzlich ist alles im Inventar drin. Ich versuche das mal ein bisschen so zu machen. Ah, man kann es, glaube ich. Vielleicht habe ich das noch, dass man es ein bisschen live sehen kann. Ich will gucken, ob man es auch live machen kann. Inventory. So. Also, ihr seht schon, guckt. Also ich nehme ihm jetzt gerade den Bedrock raus und setze ihn da um. Ich setze hier ein Schwert jetzt rein. Das geht alles live, ne? Das könnt ihr jetzt ganz gut sehen. Jetzt zeige ich ihm. So. Das funktioniert allen frei. Ja, und das ist der MC-Comment. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.